Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski. Auf dem Zweitkanal von mir auf YouTube, nämlich Robert Götz, Matuszewski, Premiere. Es gibt eine verunstimmende Nachricht, die ich mit euch teilen möchte. Und ihr seht, ich bin auch bedrückt, traurig, niedergeschlagen und auch ein klein wenig depressiv. Und zwar hat unser geliebter Führer, unser Oberhaupt, unser Oder Scholl, die heiligen Klimaaktivisten als völlig bekloppt bezeichnet. Ja, er hat im Rahmen, am Rande einer Europaschulenbesuchung, Europaschule besucht und hat Kindern die Hand geschüttelt, ja, ohne Abstand, ja, ohne Hygieneregeln, aber ist ja auch alles vorbei jetzt. Und hat in vielen Sprachen auch eine Begrüßung bekommen, weil ist ja die Europaschule, ja, da spricht man ja europäisch und nicht deutsch, ist ja klar. Und jedenfalls hat er dann im Rahmen dieser Besuchsaktion in der Europaschule gesagt, er hält die Klimakleber für völlig bekloppt. Das gefällt mir überhaupt gar nicht, ja. Die setzen ihr Leben ein. Ja, okay, auch das Leben anderer, aber egal. Und zufällig, direkt danach, also es muss ein Zufall gewesen sein, ja, gehen Razzien bei 15 führenden Klimaklebern vonstatten. Und bundesweit, außer natürlich in Berlin, ja, Berlin hält die schützende Hand über die heiligen Klimaterror, Klimakleber, da wird geschützt, ja. Auch der neue Bürgermeisterinnen von der CDU, ja, der sagt sich, nein, wir bleiben rot-rot-grün, wir schützen die Klimakleber, also in Berlin ist nichts passiert. Aber bundesweit, und es wurden über 1,4 Millionen Euro Spendengelder konfisziert. Ja, also aus der Nachricht, die ich erhalten habe, ging jetzt nicht hervor, ich glaube, es war Merkur.de. Es ging nicht daraus hervor, ob das Bargeld war oder man weiß das nicht. Ja, aber auf jeden Fall wurde das Geld beschlagnahmt und es wird ermittelt wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Freunde, die einzig Kriminellen, das wissen wir doch längst, ja, sind die bösen Autofahrer. Ja, die sind kriminell, ja, weil die bringen uns ja alle um. Ja, so. Auf jeden Fall gefällt uns das nicht, aber wir, ich sage jetzt mal wir werden die Kinder alle freisprechen, die können wieder auf die Straße und wir sollten jetzt mal alle ganz, ganz dringend uns auch auf die Straße kleben als Zeichen der Solidarität mit den Klimaklebern. Ja, merkwürdig, oder? Scholl sagt, völlig bekloppt und direkt die Nacht drauf gibt's Razzien. Naja, okay. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt munter weiter, bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Ja, und ich freue mich. Ich freue mich nicht. Nein, freue ich mich nicht. Ja, und dass der Bhakti freigesprochen worden ist. Aber gut, dazu habe ich nachher noch ein Spezialvideo auf YouTube zu Herrn Professor Dr. Bhakti. Aber ich sage jetzt mal, wir gehen in Berufung, den bringen wir noch ins Gefängnis. Ja, dieser alte Volksverhetzer. Ach, schlimm, also ganz schlimm, ja. Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner. So. Freunde. Wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Es grüßt euch meine Truppe und meine liebe Frau Martina. Und die wichtigste Botschaft auch heute und hier gilt wie immer, ich hab euch lieb. Und jetzt freue ich mich über euren Kommentar, den Daumen hoch. Und danke, liebe Unterstützer, dass ihr meine Arbeit unterstützt, das motiviert. Dankeschön. PayPal und Konto hängt hier drunter. Ich mache weiter, ihr macht weiter. Alles ist gut. Ja, wir müssen da bloß noch hin.